Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastic. Das ist auch Raphael. Ich habe heute einen weiteren Part unserer Madden NFL 16 Ultimate Team Serie für euch. Und ja, keine Veränderung am Team bisher, aber wir gehen heute wieder in die Head-to-Head-Season natürlich. Ja, Bilanz derzeit 4-3. Heute steht wieder eine Niederlage an. Ich meine, ihr seht das ja hier. Bisher haben wir uns immer abgewechselt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt ins Spiel hier und holen uns hier unsere Niederlage ab, oder? Okay, vielleicht gewinnen wir auch. Wäre mal eine Überraschung, oder? Wir machen es heute mal anders, ja? Heute ist mal alles möglich Samstag. Also, viel Spaß. Und unser Gegner, Derrick Barry, Strong Safety. Dann sehen wir hier Barber. Auch ein guter Mann. Und den anderen habe ich nicht mehr gesehen. Das kommt davon, wenn man, während man aufnimmt, noch bei Facebook, ne, mit den Leuten schreibt. Selber schuld. Selber schuld. Und wer muss jetzt leiden? Ihr. Nein, ihr habt das jetzt gesehen, ihr wisst Bescheid. Und ich hoffe natürlich hier auf den Sieg. Im MetLife Stadium geht es heute also rund. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Wollen natürlich den Gegner so gut es geht. Please win, sagt sie. Please win. Ja, muss ich dich enttäuschen? Denn wir werden heute gewinnen, hoffe ich zumindest. Wir wollen heute mal dieses komische Schema Sieg, Niederlage brechen. Und ich hoffe, das gelingt uns. So, ein Quick Pass. Und der Kollege, der weiß hier schon, was er machen will. Ne? Das sieht mir zumindest so aus. Ja, das war natürlich eh nicht so gut. Och nee, nicht schon wieder eine Niederlage. Hör doch auf. Mann, Junge. So, C-Spot incoming. Wir schauen mal Graham Horn hier natürlich erstmal auf den interessantesten Route. Drei Leute da hinten. Das ist unfassbar. Junge, Junge, Junge. Der Junge, der weiß schon wieder, was Sache ist hier. Das ist ja ärgerlich. So, spielt er ein Cover 3. Und dann schauen wir mal. Cover 3 ist immer gut. Zumindest, um durch die Mitte was zu versuchen. Vertical Strike. Vielleicht haben wir eine ähnliche Chance, da vorzustoßen. Wir schauen mal. Graham, wie gesagt, spielt er hier wieder das Cover 3. Da ist Graham normalerweise immer auf einer guten Route. Ja, schmeißen wir uns hin, ja, Junge. So wird das hier natürlich nix. So wird das hier nix. Wir punten hier erstmal. Sieht nicht gut aus. Ich will nicht diese dämliche Reihenfolge beibehalten. Ab geht's, punten. So, zeitmäßig muss das Ganze natürlich hier auch passen. Bei 1 wird gepantet. So, komm, stopp ihn. Ja, das sah nicht schön aus für den Fuß. Und der Gegner darf jetzt schon bei der 50 starten. Ich bin gespannt. Der sah so aus in der Ahnung. Da hat er uns auf jeden Fall schon mal was voraus. Aha. Ich habe heute ein Klau gefrühstückt. Ihr merkt das. Ihr merkt das sicherlich. Das kommt davon, dass ich auf dem Motor schon die ganzen Videos für die ganze Woche fertig habe gleich. Und mich danach voll und ganz auf die Uni konzentrieren kann. Das macht mich so euphorisch, wisst ihr? So, Hayward. Nehmen wir uns mal. Laufspiel zum Start. Gut, 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 gut gestoppt. Sehr schön. Davis mit minus einem Yard Raumgewinn. Nächster Spielzug. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt hier vorwärts kommt. Auch das wieder ein Laufspielzug. Aber auch den können wir gut unterbinden. Davis macht das hier sehr solide, muss man eigentlich sagen. 3. und 9. Davis auf jeden Fall einer der besten Mitspieler unseres Teams jetzt, wenn er so weitermacht, mit so einem Jahr Raum gewinnen. Bis dahin versuchen wir ihn hier weiterhin zu unterbinden. 3. und 9. Naja, jetzt muss der Pass kommen, denke ich mal. Kann mir auch vorstellen, dass er einen Screen Pass spielt. Also mal schauen. Das sieht ein bisschen heikel aus hier, die Formation. Kenne ich von den Broncos so ein bisschen, ja. Und der sah nicht schlecht aus, hat er gut gemacht. Viel zu weit hinten gestanden. First down, Russell Wilson bringt den an den Mann. So, jetzt spielen wir mal Cover 2 Man, Manndeckung. Eigentlich ganz gut. Ich meine, unsere Defensive ist ja eigentlich nicht schlecht, aber Bowman hier einfach viel zu langsam, um da mit seinem Gegenspieler hier mitzuhalten. Nächster Pass, der Ankopf von Wilson. Bringt uns noch ein bisschen in Bredouille, weil der Gegner jetzt natürlich hier in Punktnähe ist. Wir müssen auch so ein bisschen hier auf Wilson aufpassen, weil der ist natürlich in der Lage, auch mal selber zu laufen. Deswegen drücken wir hier mal QB Contain. Ist am Ende auch die richtige Wahl gewesen. Sehr schön. Ja, jetzt fang nicht an zu reden, Kollege. Konzentriere dich hier aufs Spiel. Ja, 2. und 22.
Jo, jetzt freut er sich hier, dass er gerade fast, dass er jetzt einen Timer verschwendet hat, weil er zu doof war, irgendwas zu drücken. Also, ja, ihr wisst Bescheid, da kann man schon mal klatschen. Also der bereitet mir hier direkt schon zu Anfang auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, das könnte noch sehr interessant werden hier, wenn man so eine Interception fangen oder so. Wenn er dann anfängt zu weinen und zur Mami rennt. Aber bis dahin versuchen wir ihn hier erstmal zu stoppen. Neuer Quorum-Kollege! Och Gott, och Gott. Och Gott. Mit einem Mesh. Spielzeug. Traurig. Touchdown. 7-0 für unseren Gegner. Und er lässt hier die Zeit immer bis zu einer Sekunde runterlaufen. Er nimmt sich die maximale Zeit, die er sich für die Spielzüge nehmen darf. Er macht das selbst bei der Defensive. Selbst beim Return macht er das hier so. Selbst beim Return hat er jetzt die ganze Zeit, die er hat, 20 Sekunden oder so pro Spielzug erstmal ausgenutzt. Und die lassen wir natürlich jetzt noch weiterlaufen. Ist ja klar, wir wollen ja hier die Spielzeit nicht beschleunigen. Ja, das ist klar. Wir wollen ja unser Bestes geben, um den Gegner zu provozieren. Damit der hier auch schön böse wird. Ne, das machen wir. So, Pitch nach rechts. Er sieht das natürlich schon. Er riecht das und er verteidigt das gut. Also man kann ja sagen, was er will. Aber was das Lesen der Spielzüge angeht, hat er natürlich schon was auf dem Kasten. Deswegen schauen wir jetzt mal, dass wir ihn irgendwie versuchen zu überraschen. So, PA Power O. Er läuft hier an. Das ist nicht schlecht. Und der ist gut. John Elway. Und dann Graham fängt das Ding. First down. So, Slants Route. Das ist nicht schlecht. Also der hat was auf dem Kasten auf jeden Fall. So, Halfback Slip Screen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was er macht. Er versucht hier rauf zu gehen. Der war nicht schlecht. Run after catch. Geht allerdings nur bedingt gut. John Elway bringt ihn zwar an den Mann. 3. und 6. Ist natürlich jetzt nicht die Welt hier. So, der Gegner stellt um. Wir lassen jetzt die Zeit selber mal ein bisschen laufen, um ihn hier vielleicht zu zeigen, ein bisschen zu verunsichern oder so. Ich bin gespannt. Er lässt 4 Leute hinter. Und dann schicken wir Finneran. Der ist bedeutend größer als der Receiver. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Der Junge war einfach bedeutend größer als der Receiver. Und da fängt er hier das Ding. Stark gefangen. Cover 4 hat er gespielt. Das hat man relativ früh dann gesehen, als der Spielzug losging. Natürlich zu spät letztlich, um was dagegen zu unternehmen. Hätte man sich aber auch denken können, weil zwei... Ist egal. Spielt er jetzt wieder. So, Laufspiel durch die Mitte. Davis zum First Down. Nächster Spielzug. Wieder Laufspiel. Diesmal versuchen wir ihn früher zu stoppen. Das gelingt uns aber auch nur bedingt. Er hat eben dann doch hohes Trucking, kann diese Tackles ganz gut brechen. Wir versuchen jetzt mal mit dem Nickel Formation vielleicht Cover to Man nochmal. Manndeckung ist immer schwierig. Cover Free Sky. Manndeckung ist eher schwierig. Gegen Laufspiel. Oh, und das ist wieder einfach miserabel. Das ist einfach miserabel von uns. Quinn ist schnell. Und dann aber... Ah, nee. Der ist nicht schlecht. Aber das war auch einfach dumm von uns. Muss man einfach sagen, in der Situation. Mal sehen, was hier passiert. So, Laufspiel. Wieder Davis diesmal zu Boden gebracht nach 5 Yards. Schon beinahe als Erfolg zu werten, das Ganze. Free Safety Middle. Ich will eigentlich den Free Safety ungern blitzen lassen. Hängt damit zusammen, dass Quinn einfach eine super Arbeit macht, wenn es um die Deckung geht. So, wir schauen mal. Durch die Mitte. Sehr schön. Gut gemacht. Sehr schön. 3. und 8. Wunderbar. Und jetzt wollen wir mal sehen hier, dass wir vielleicht was hinbekommen. Ich denke, hier mit dieser Variante kommen wir eigentlich ganz gut zu Rande. Ist relativ gut abgedeckt alles. So, kein First Down. Sehr schön. Nimmt er das Field Goal mit oder macht er hier weiter? Wilson 5 von 5. Sehr souverän bis hierhin. Hat aber auch ein überragendes Team hier mit Sharp und Co. Also Davis hat da auch unterm Strich vermutlich sogar ein besseres Team als wir. Deswegen, ja, müssen wir mal schauen, wie wir hier vorwärts kommen. Jetzt würde ich mich natürlich mal über Punkte freuen. Aber wir schreiben uns in diesem Spiel natürlich noch nicht ab. Ah, okay, da war links eine kleine Lücke. Da kommt man leider nicht durch. So, das ist wieder eine Strong Close Formation hier. Ja, da hat er nämlich jetzt gedacht, dass wir mit dem
Quick-Toss kommen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Und deswegen hier schön gemacht von uns. First Down gut reingelegt, den Kollegen. Ist halt auch für den Gegner dann alles schwerer zu sehen. Aber jetzt gehen wir auf Finneran, aber werden sofort gesackt. Die O-Line kann da überhaupt nicht standhalten. Gregory mit dem Sack 2019. So, Finneran oder Horn. Beides Optionen. Wir gehen hier jetzt in der Situation mal für... Das gibt es nicht. Was ist das denn bitte für ein Cornerback? Das gibt's doch gar nicht. Wer kennt diesen Barber? Ist das eine Legende hier? 98 oder was? Oh, krass. So, ab dafür. Russell Wilson läuft. Och, Junge. Junge, wie, was? Den musst du doch fangen. Da lacht er schon. Da lacht er schon selber. Den muss der Gegner doch fangen. Also, den müssen wir fangen. So, wieder Wilson. Ja, incomplete. Dritter und 10. So, Cover 4. Cover 4. Das war nix. Satz mit X. So, ist das ein First Down? Ich glaube bald nicht. Ich glaube nicht. Vierter und 1. Sehr schön. Da müssen wir weiter ansetzen. So, 4 Sekunden. Cover 3. Er kann eigentlich gar nicht selber laufen. Ja, da hatten wir diesmal auch mal den Ball. Da haben wir auch die Interception gemacht. Aber es bleibt hier vorerst beim 10:0 für unseren Gegner, der jetzt nochmal die Chance hat, in Halbzeit 2 das sogar auszubauen. Macht einen soliden Eindruck hier. Macht auf jeden Fall, trifft kluge Entscheidungen. Spielt eine super Defense. Aber es ist extrem schwer. Hat gute Spieler. Und das Gesamtpaket schadet uns eher, als es uns hier zum Sieg verhelfen könnte. So, ab dafür. Ab dafür, ist schön gestoppt. McCurdy, nicht schlecht. Defensiv sind wir in den letzten Spielzügen gut aufgestellt. Er spielt immer wieder diesen Mesh-Spielzüge. Da sind wir vielleicht gegen gewappnet. Und wieder Russell Wilson. Russell Wilson, wieder ein schöner Pass. Und jetzt bloß nicht hin. Oh, das ist so leicht. Harris Jr. Das gibt's nicht. Das sind einfach unglaubliche Wide Receiver. 17:0. Keine Chance. Unfassbar. Unfassbar. So, nächster Spielzug. Wie gesagt, bisher relativ souverän hier das Ganze vom Kollegen. Oh, kommt schon. Hättest du noch releasen können, den Ball. Der hätte noch fliegen können. War jetzt in der Situation nicht. 2015. Er spielt hier immer Cover-3-Formation. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir da zu Rande kommen, dass wir da vielleicht irgendwas machen. Der kurze Pass kam jetzt mal an den Mann. Er spielt immer die gleiche Formation. Und gegen Curl Flats müsste diese Formation, so wie das Ganze hier aussieht, Probleme bekommen. Deswegen spielen wir das jetzt mal. So, Curl Flats. Das gibt's nicht. Das ist, guckt euch das doch an. Das ist unfassbar. Der steht immer richtig. Selbst mit denen, selbst da. Das ist unglaublich. Junge, Junge, Junge. Anscheinend sind wir gerade wieder... Also es ist wirklich so. Sieg, Niederlage, immer wieder hier im Wechsel. Für die Playoffs wird das natürlich schwierig. Ich meine, das ist klar. Aber was der Kollege hier zeigt, ist natürlich jetzt auch nicht so schwach und so sehr zu verachten. Wir schauen mal. Warum lässt er jetzt die Zeit hier runterlaufen? Will natürlich Zeit für seinen Play hier ein bisschen schinden. Ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Er gewinnt das Ding hier sowieso. Kommt wieder der Laufspielzug, es kommt wieder der Laufspielzug. Diesmal sind wir zur Stelle. Also sein Touchdown muss hier noch ein bisschen warten. Wir kämpfen noch ein bisschen. Wir wollen uns noch nicht geschlagen geben, aber es wird hier natürlich brutal. Der Junge hat gezeigt, was er kann. So, ab dafür. Oh, da haben wir uns hinschmeißen lassen. Da haben wir uns hinschmeißen lassen. Dann läuft Russell Wilson selber zum Touchdown. 24-0. Junge, 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 Junge. Läuft bei ihm. So, Corner Strike. Mal sehen, ob er den auch erahnt. Finneran ist da frei und fängt das Ding. Sehr schön. Guter Catch. Klar, wir könnten jetzt abbrechen. Sollten vielleicht sogar abbrechen. 24-0. Das Ding ist durch. Den Drive will ich euch aber allerdings hier noch einmal zeigen. Wir geben nochmal unser Bestes. Es ist schwer hier gegen dieses Cover 3 Sky anzukommen. Das ist ganz klar. Jetzt spielt er hier weiter diese Dreier Deckung und wir versuchen hier trotzdem, das ist unglaublich, die O-Line hält auch einfach nicht stand. Vince Wilfork hier mit dem Sack.
So. Auch hier wieder ein interessanter Spielzug. Das ist unglaublich. Junge, ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, wie Leute so viel Ahnung haben können. Also das ist wirklich... So, wir nehmen es jetzt hier so mit. Verlieren dieses Spiel 24-0. Der Gegner braucht jetzt hier die Zeit auch nicht mehr verschwenden. Ist Quatsch. Junge, Junge, Junge. Also das ist... Ich habe einen riesen Respekt vor Leuten, die einfach... Das habe ich noch nicht so drin. Dieses Spiel sehen und einfach genau wissen, was als nächstes passiert. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Das Können dazu. Da arbeiten wir in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch dran und hoffe natürlich, dass das dann alles irgendwie funktioniert. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Es gab wieder die Niederlage. Beim nächsten Mal müsste es dann eigentlich einen Sieg geben. Also das ist wirklich schon ein bisschen komisch. Ah, wir sind weiterhin im First String. Okay, nächste Saison geht los. Neue Saison, neues Glück. Und da würde ich sagen, nehmen wir das so mit. Die Saison, die Playoffs waren eh abgeschrieben. Und ja, hilft nichts. Respekt an den Gegner auch. Ja, wenn das Lachen zwischendrin natürlich jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat. Trotzdem gut gespielt auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTesticle. Ade!